Liebe Delegierte, liebe Mitglieder des VSC, liebe Gäste, ich gratuliere dem VSC ganz herzlich zum 100. Geburtstag direkt aus der Wandelhalle des Bundeshauses. Ich wünsche für dieses Jubiläum alles Gute. Unsere Politik ist darauf angewiesen, dass wir starke Verbände haben, Organisationen, die Input geben können gegenüber der Politik und mit denen man zusammenarbeiten kann. Ich bin dankbar für die gute Zusammenarbeit, die wir als Politikerinnen und Politiker mit dem VSC haben und damit auch entsprechend das Know-how aus dieser Branche in die Politik einfließen lassen können. In der Vergangenheit durften wir feststellen, dass die Mobilität immer mehr zugenommen hat, was natürlich auch zum Vorteil des VSC bzw. seiner angeschlossenen Mitglieder war und ist. In der Vergangenheit gab es immer drei Faktoren, die dazu geführt haben, dass die Mobilität zugenommen hat. Erstens Bevölkerungswachstum, zweitens Wohlstandswachstum und drittens technologischer Fortschritt. Und diese drei Faktoren sind es auch, die in Zukunft dazu beitragen werden, dass die Mobilität, das Mobilitätsbedürfnis in unserer Gesellschaft zunehmen wird. Unabhängig davon, wie die Mobilität in Zukunft organisiert wird, darf man davon ausgehen, dass die individuelle Mobilität weiterhin große Beliebtheit haben wird. Auch wenn das autonome Fahren einmal kommen wird. Stellen Sie sich vor, wenn die Fahrzeuge autonom unterwegs sein werden, können Leute Auto fahren, die heute noch nicht Auto fahren können, die heute nicht Auto fahren können oder in nicht mehr Auto fahren können, wie beispielsweise die alten Menschen in unserem Land. Das zeigt, die individuelle Mobilität wird an Beliebtheit nicht abnehmen, auch und unabhängig davon, wie die Antriebsformen sein werden, ob elektrisch, ob Wasserstoff, ob weiterhin mit Verbrennungsmotor. Ich bin daher davon überzeugt, dass die Branche der Karosserie auch in Zukunft wichtig sein wird für unsere Mobilität und damit auch wichtig sein wird für unser Land. Vielleicht wird sich das eine oder andere Berufsbild etwas verändern. Sie aber, davon bin ich überzeugt, werden rechtzeitig darauf eingehen, werden rechtzeitig gerüstet sein für die Zukunft, die da kommen wird. Und eines kann ich Ihnen versprechen, auch in Zukunft werde ich als bereits jetzt schon guter Kunde erhalten bleiben. Ich habe immer sehr gute Erfahrungen mit der Branche gemacht und selbst vor 30 Jahren einmal ein paar Wochen bei Ihnen bzw. bei einem Karosserier gearbeitet. Ich wünsche Ihnen in diesem Sinne alles, alles Gute für die Zukunft. Gratuliere noch einmal ganz herzlich für die letzten 100 Jahre und wünsche Ihnen viel Erfolg in den nächsten 100 Jahren.